Hallo und willkommen hier aus dem 12-Stunden-Stream als Aufnahme hier. Genau, vom Politik-Tycoon starten wir jetzt schon Staffel 41. Und zwar, haben wir ganz demokratisch mit 4 Stimmen uns dafür entschieden, dass wir die Basis spielen. Nicht die Basis, Bündnis C spielen. Mein Gott, ich bin schon komplett verwirrt. Jedenfalls ja. Staffel 41, Bündnis C. Und das machen wir jetzt mit 2 Folgen. 15 Minuten. Genau. Und dann gucken wir mal, wie das dann fortgesetzt wird. Ich würde sagen, wir starten wie die Basis mit 1 Million. Weil wir haben was. Wir sind Christen, wir haben Geld. Ein schönes Logo übrigens. Muss ich denen zugestehen, den christlichen Fundamentalisten. So, willkommen. Ja, dankeschön. So. So, und erstmal zu den Wahlen eintreten, ne? Dankeschön. So, wir treten natürlich in Schleswig-Holstein, wir brauchen aber erstmal einen Politiker. Unbekannten Politiker. Wir brauchen einen, der konservativ ist. Und nicht ökologisch, weil wir leugnen den Klimawandel. Ja. Wir versuchen es mal. Alvin. Hört sich nicht sehr überzeugt an. Ja, irgendwie. Da, Stefan. Skull! Ja, muss ja nur den Klimawandel leugnen. Wir haben kein Geld für dich auszugeben. Ja, Missbauer. Was ist das? Sibylle Döner, die möchte uns doch bestimmt. Ja, Moritz Pizza bestimmt. Ah, Pizza, mein Gott. Ich will doch, die ist viel zu anders. Haben die ja halt keine Konservativen hier. Daniela Becker. Ah ja, klar, Karl. Ah, der Karl. Der ist komplett unbeliebt, aber... Ja, da komme ich halt in ihre Partei. Ah, Koksa! Ja, Koksa, sie passen perfekt zu uns. Oh ja, ein paar Politiker. Wo waren wir eigentlich gerade? So, ungefähr hier. Sollen wir noch weiter gucken? Erstmal dabei belassen. Nochmal ganz fix durch, aber ich glaube. Ja, die Frau Rudolf, die ist ja ökologisch. Komplett asozial, aber ökologisch. Glaube ich, die V-Partei anscheinend eingestellt habe. Ja, Heinzmann. Der wird mich nicht mögen, oder? Ja, da, der ist schon zu bekannt. So, wer ist jetzt beliebter? Wahrscheinlich der. Die nehmen sie richtig viel. Nehmen wir es mal mit Herrn Koksa. Der passt auch mehr zu unserem Profil. So, Herr Koksa. Und ich würde sagen, wir fahren dasselbe Programm wie mit der Basis gestern. Nämlich wir gehen auf Risiko. Wir machen direkt Flyer- und Plakatwerbung. Um ein paar Mitglieder vor allem auch ranzukriegen. Mal schauen. Die Parteizeitung, die lassen wir erstmal weg. Dafür haben wir kein Geld. Mal schauen. Ja, wir gewinnen direkt Mitglieder dazu. Ach ja. Schön. Sehr schön. Atomkraft, da ja, super GAU passiert schon mal, ne? Also. Mein Gott. So, und dann Schleswig-Holstein. Aber wir haben noch nichts gemacht und haben schon 0,01% in den Umfragen. Ist ja schön. Ja, das Spiel ist immer so schön realistisch. Wahlkampfpauschal und Wieland Kleber. Wann sollte eigentlich der nächste Programmpunkt starten? 15, also in 5 Viertelstunden. Ja, ich möchte aber 2 Folgen hiervon machen, also wird er auch um 10 Minuten verschoben. Mal 10 Minuten weniger Crusader Kings 2. Das kriegen wir gerade noch hin. So, was machen wir mit dem Budget von den Flughäfen? Die erhöhen wir natürlich. Wir müssen ja zu Gott fliegen oder so. Renteneintrittsalter. Alles so wie es ist. Ja, stimmt. Neutral. Die Rente ist uns doch egal. Die Leute sollten schuften für Gott. Ganz einfach. Das Budget der Verteidigung soll gesenkt werden. Warum nicht? Wir sind Christen, wir sind gegen Krieg. Aber wir sind für Krieg. Krieg Gotteskriege.
Wenn, Ja, wir, an der, Kreuzzüge mögen wenn wir. wir an der Regierung sind, da wären die Verteidigungseinnahmen aber so, Ausgaben aber sowas von hochgeschraubt. Ja, aber meine ganz, und das Kindergeld erst. Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der SPD und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir unsere Verteidigungsetat erhöhen müssen. Ich bin nicht in der SPD und ich bin der Meinung, dass ich das hier nicht kundtun werde, weil ich politische Neutralität. So. Ja, was ist deine Meinung? Also, ich und Philipp haben uns ja heute mal die Ausgaben des Bundes angeschaut. Ne? Das Verteidigungsministerium war, glaube ich, das Ministerium mit den zweithöchsten Ausgaben nach dem Arbeits- und Sozialministerium. Ja, das liegt trotzdem daran, dass wir haben unter 2%, das ist immer noch das Problem. Frankreich und Deutschland haben zwei gravierende Unterschiede. Zum Beispiel, die Franzosen geben für ihr Militär was aus und in Deutschland ist so, ja, Militär, nee, irgendwie so gar nicht. Und das ist halt irgendwie bestimmt schwierig, weil wir haben halt eine wirtschaftliche Macht, aber sind politisch einfach ein Zwerg, weil wir nichts zu sagen haben. Jetzt, wenn die Russen kommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, die Russen, die rücken in die Ukraine rein. Also ich glaube, dass auf der politischen Weltbühne die Deutschland mehr zu sagen hat als Frankreich. Mhm, deutlich mehr. Deutlich vor allem mehr. Auch in der EU. In der EU, da sind wir quasi Kommandeure, unsere Nachbarn, inklusive Frankreich, fürchten uns fast schon, obwohl wir fast kein Militär haben. Ich bin drüben auf dem anderen Server, ich bin mit Fritz. Ja. Hm? So. Tschüss gesagt. Hört sich heute wohl nicht mehr. So. Die eingesetzten Soldaten wurden um 50 gesenkt, also das ist ja, so führt man keinen Gotteskrieg. Wir müssen das Militär gleich erstmal wieder richtig, ne? Ja. Aufbauen. Aufbauen, haben sie auf, ne? Aus dem Land geholt. Was haltet ihr vom Gernmeier React-Kanal? War heute eine Schnapsidee von mir. Ich würde niemals sowas wie Reacts machen, aber lustig wär's trotzdem. Ich glaube, in 30 Wochen danach sind jetzt Niedersachsen weit. 34 Wochen danach, wenn wir fertig sind, 30 Wochen. Ach, die AfD, für die interessiert sich doch keiner, oder? Wir schaffen die 0,7%. 0,9! Ja! Mensch. Es ist echt eine intelligente Strategie, von Anfang an so viel Werbung zu machen, glaube ich. Hallo? Guten Tag. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Schon. So, jedenfalls willkommen. So, in 30 Wochen sind Niedersachsen wahr. Und wir machen natürlich wieder das vollste Programm. Lohnt sich eine Parteizeitung langsam? Die Niedersachsen. Sturmfest und erdverwachsen, ja. Genau. Oh. Kurzer Besuch. Mag die Niedersachsen wohl nicht so sehr. Die Niedersachsen. Die niederen Sachsen. Naja. So, mal sehen, was wir für eine Koalition haben. Schwarz-Grün oder was? Sohn FDP, AfD. Ja, Bahamas. Die, Ursula von der Leyen ist nicht mehr EU-Kommissionspräsidentin. Ja. Ist die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. So. Einbürgerungstest soll abgeschafft werden. Also bitte, dann können jetzt doch diese ganzen... Ich möchte jetzt nicht wegen Volksverhetzung angeklagt werden. Deswegen denkt euch einfach mal, was ich als religiöse Fundamentalisten sagen würde. Ne? Dann können ja die ganzen Muslimas und Judas. Die Linke hat dagegen gestimmt? Ja, anscheinend. Ist ja nicht. Die müssen ja gegen die Regierung stimmen, mein Gott. So, Annette Schawan ist tot. Die habe ich, glaube ich, auch neu hinzugefügt, Frau Schawan. Schön, dass er gleich tot ist. Ja, natürlich. Wird ja eh irgendwann wieder, ne? Der war jetzt beliebt, das ist egal. 23, 26 Wochen. Ach, haben wir ja schon. Stimmt ja, stimmt ja. Oder ein Schaufel ist tot. Ja. Pistorius ist tot? Pistorius ist tot. Ach. McAllister hat die Partei verlassen.
Die kennt ja auch kein Schwein mehr, den McAllister. Er war mal einflussreich. Oh, ist ja konservativ, den könnten wir irgendwo mal anwerben. Jeden Tag stirbt ein Politiker, habe ich das Gefühl. Es sind ja auch inzwischen so viele Politiker. Ich habe das gar nicht zu Beginn gezeigt, ne? Also, wir haben ein paar Politiker inzwischen hier. Die meisten kennt man gar nicht. Peter Haug. Komm zurück. Guten Tag. Nein, guten Tag. Klaus Bouillon. Hallo. 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 Melanie Hummel. Willkommen zu Politik-Tycoon mit Bündnis C. Lieber Ben, ja, auch beim nächsten Politik-Tycoon gibt es eine Abstimmung. Dann wird auch die Basis und die KPD in der Abstimmung. Der nächste Politik-Tycoon-Block ist geplant um 18 Uhr. Also wie ich mich kenne, 19 Uhr. So. Genau. Ja. Herr Kokser. Niedersachsen. Machen wir eigentlich hier, haben wir da noch was? Maximale Haftstrafe. Und was ist eure Meinung zur maximalen Haftstrafe? Ich möchte bitte christlich-fundamentalistische Argumentation hören. Haftstrafe? Ja. Gotteslästerer müssen durch die Inquisition in aller härtester Härte bestraft werden. Deswegen muss die Haftstrafe definitiv erhöht werden. Ja. Und was sagt Kollege Corin dazu? Ja. Zustimmung. Sie ja. Gut, maximale Haftstrafe soll heraufgesetzt werden, würde ich auch sagen. Also diese bösen Gotteslästerer und all diese Sünder, die müssen möglichst lebenslänglich weggesperrt werden. Und lebenslänglich sind mal mindestens 225 Jahre. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. So. Ach, die Frau Neubauer ist auch gestorben. Das ist die Grüne da. Aus NRW. Atimke. Ja, war in irgendeiner Partei mal drin. Aluksic verlässt die FDP. Das könnte man immer alles vorlesen, aber da wird man ja niemals mit der Folge fertig. Da steht die ganze Folge nur noch aus Vorlesen. Ich frage mich eh, wie ich jetzt schon 12 Stunden hier einfach durchlabern soll. Da geht doch meine Stimme bald kaputt. Kalbitz ist tot, oh. Deswegen ist es ja jetzt gut, dass wir jetzt hier zu dritt sind und ich nicht die ganze Zeit labern muss. Ja, schön, dass Kalbitz tot ist. Mein Beileid. Ja. Er war nur 47. Hat uns schon doch die Aktiv verlassen. Ja, in der Realität hat das ja auch wurde er ja rausgeschmissen. Ach ja, stimmt. Ach ja, ich erinnere mich. Er wurde er verlassen. Von allen guten Geistern. So, ich würde mal sagen, wir können den Beitrag mal auf 15 Euro hochgehen. Ganz, ganz riskant, ja, hat sich gelohnt. Machen wir nämlich 3091. Sehr schön. Neues Thema, Uwe Junge, Björn Niklas Semrau, Renate Renate! Nur weil du nicht Ministerin wurde. Ja. Ja, Ben, vielleicht klappt es dann mit deinem Vorschlag, genau. Vielleicht sind dann ja auch andere Zuschauer oder so. 1,24% in Niedersachsen. Was sind eure Tipps? Was schaffen wir? Ich sag 1,5. Gut. 1,5. Na, guter Dinger. 1,5. Ich 1,7. Und im Bund schaffen wir 2%. Ich bin optimistisch, ja. Nee, wir können uns keine Plakatwerbung leisten, deswegen. Eigentlich nicht, aber. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch eine gute Wahlkampfvorschau und können es uns dann doch leisten. SPD hat gewonnen. So, SPD, Union, Grüne, FDP, AfD. Ah, 1,43. Ja, gut. Ja. Immer noch ein gutes Ergebnis. Oh. Besser als die Linke. Ben hat 1,4 getippt. Herzlichen Glückwunsch, der Award geht an dich. Imaginärer Cookie für dich. Besser als die Linke. So, SPD, Union, Grüne, AfD, FDP. Kann eh nur eine GroKo geben, oder? Gefühlt.
Aydan Özus ist tot. Naja, das ist, die haben zusammen hier. Weiß ich nicht. Erfassungsmehr, Änderungsmehrheit, ja. Aber ich habe nur eine Dreiviertelmehrheit, ja. Also man könnte eine Ampel machen zum Beispiel, oder Jamaika. Oder Bahamas. Ja. Nee, Bahamas geht nicht. Doch, Bahamas müsste. Es wird ja rot-grün klappen, wenn Bahamas nicht ging. Auf keinen Fall. So. Dann hoffen wir mal auf ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl. Ja. Ja, Bahamas war die zweite wahrscheinlich. Das ist interessante Koalitionsmöglichkeiten. Union. Ja, es gibt Bahamas. Also Bahamas scheint in letzter Zeit sehr beliebt zu sein. Also. Die Union und die FDP schaffen sich selbst ab, so ungefähr. Und die AfD irgendwie auch. Jetzt können sie ja nicht mehr sagen, sie sind gegen das Establishment. Jetzt sind sie ja das Establishment. Ja. In einer Regierung. Ja, ja, warum Merkel! Nicht? Angie! Hat doch nochmal in die Politik zurückgekommen. Als Ministerpräsidentin für Niedersachsen. Hat die Wahl nicht mal gewonnen, wie traurig. Gut. Angela Merkel, Union. Das wird gleich sehr lustig, Philipp. So, Anna Lührmann ist neue Außenministerin statt Annalena Baerbock. Tot. Mit 38, die ist doch nicht so jung, Annalena Baerbock. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen vertan. Wer ist jetzt? Annalena, ist Annalena Baerbock ist 38. Moment. Moment. Nein, die ist 40. 41. Ja gut, anscheinend habe ich Annalena Baerbock vor ungefähr 3 Jahren ins Spiel integriert. Gut. Habe ich wohl schon zu lange im Spiel, deswegen ist jetzt mit 38 gesprochen. Na gut, na gut. Außenminister. Ja, Anna Lührmann. Die ist doch Staatssekretärin momentan. Außenministerin, Anna Lührmann. Ja, die 2 ist da. Ja, frag dich. So, Anna Lührmann, Bündnis 90 Die Grüne. Genau. So, interessante Wahl. Ich glaube, die ist doch. Die ist jetzt, glaube ich, im Landwirtschaftsministerium Staatssekretärin. Zusammen mit Ophelia Nick, parlamentarische Staatssekretärin. So, ich beende diese Folge jetzt aber. Also, wir sehen uns in Folge 2, die jetzt auch noch im Stream aufgezeichnet wird. Also für das YouTube-Publikum sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen.